schönen guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste. Ich möchte von hier aus recht herzlich unseren Freunden im Saarland gratulieren. Mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine haben sie ein Ergebnis eingefahren, von dem man in jedem westdeutschen Bundesland nur träumt. Und sie haben in einem Wahlkampf, wo eigentlich alles schon vorher festzustehen schien, bewiesen, dass sich kämpfen lohnt und dass man ein gutes Ergebnis einfahren kann. Natürlich gibt es jetzt viele Fragen, wie denn Wahlergebnisse auch umzusetzen sind. Und wir sind der festen Überzeugung, dass die entscheidende Frage ist, was man aus einem Wahlergebnis macht. Und dieses Wahlergebnis ermöglicht, eine Regierung links von der CDU zu bilden. Die Hand der Linken bleibt ausgestreckt. Eine Regierung links von der CDU wäre eine Regierung, die sich einsetzen würde und nicht nur einsetzen mit dem Mund, sondern auch mit Taten für gesetzliche Mindestlöhne, für Tariftreue, für mehr Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. Und wir fordern die SPD auf, sie soll genau in ihr Wahlkampfprogramm schauen, in ihr Wahlprogramm. Was stand da drin? Mit wem kann sie es umsetzen? Unsere feste Überzeugung ist, mit der CDU wird das nicht gelingen. Wir haben in den vergangenen Wochen des Wahlkampfes sowohl im Saarland, aber auch in den ganzen Diskussionen und Vorbereitungen auf die Bundespräsidentenwahl gezeigt, dass die Linke zusammensteht, dass die Linke geeint ist und dass, wenn die Linke zusammensteht, wir auch Rückenwind von der Bundesebene aus organisieren können. Das hat die letzte Zeit gezeigt und wir sollten uns das auch bewahren. Vor uns stehen wichtige Herausforderungen. Wir wollen Schwung nutzen für die Wahlen in Schleswig-Holstein, für die Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben da eine Menge zu tun. Wenn es die gesamte Partei miteinander anpackt, dann ist meine feste Überzeugung, werden wir es schaffen. Wir haben gelernt aus vielen Wahlkämpfen, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir solidarisch mit vielen Ideen und vor allen Dingen mit vielen, vielen Gesprächen vor Ort die Menschen davon überzeugen, dass es wichtig ist, die Linke zu wählen. Denn je stärker die Linke, desto sozialer das Land. Und so wird es auch in Zukunft sein. Vielen Dank. Applaus